Herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video soll es um das Visionaire-Verfahren gehen, beziehungsweise um den Visionaire-Code. Das ist ein Verschlüsselungsverfahren aus der Kryptologie zum Verschlüsseln von Zeichenketten. Und dem Visionaire-Code liegt die polyalphabetische Substitution zugrunde. Das bedeutet, dass im Gegensatz zur monoalphabetischen Substitution diesmal mehrere Rotationsalphabete hier herangezogen werden. Beim Caesar-Code, also bei der monoalphabetischen Substitution, gibt es zum Beispiel nur diese beiden Alphabete und dann wird jedem Buchstaben aus dem einen Alphabet genau einer aus dem anderen Alphabet zugeordnet und somit gibt es eben nur 26 Möglichkeiten, Texte zu verschlüsseln und das ist natürlich sehr, sehr wenig. Das ist dann sehr leicht knackbar. Bei dem Visionaire-Verfahren ist das um einiges schwieriger, da wir hier nicht nur zwei Alphabete haben, sondern wir haben 26 Alphabete und zusätzlich haben wir noch ein Schlüsselwort. Also, was wir zu diesem Verfahren brauchen, sind diese Tabelle mit unseren Alphabeten und wir brauchen ein Schlüsselwort, in diesem Fall Hallo. Dann können wir das so verschlüsseln, indem wir für jeden Buchstaben, auf jeden Buchstaben des Klartextes, den Buchstaben des Schlüsselwortes aufaddieren. Das heißt, wir benutzen hier für unseren Buchstaben K das H, weil das unser erster Buchstabe des Schlüsselwortes ist. Und dann gehen wir hier runter bei den Schlüsselbuchstaben zu H. Das heißt, hier ist unser H. Und wir gehen hier bei unseren Klartextbuchstaben zu K. Das heißt hier. Und wir bekommen als Chiffrierbuchstaben ein R raus. Das heißt, wir schreiben hier mal unser R hin. Als nächstes nehmen wir L und A, das heißt hier beim Klartext holen wir L und hier holen wir A. Da kommt dann ein L raus. Da haben wir A und L. Wir holen hier unser A und hier haben wir unser L. Das heißt, wir kriegen hier auch nochmal ein L raus. Als nächstes haben wir R und L. Dann haben wir hier unser R und da unser L. Das heißt, wir kriegen das C raus. Dann T und O. Wir kriegen hier ein H raus. Dann haben wir E und H. E und H. Wir bekommen ein L. Und als nächstes haben wir X und A. X und A, das heißt, wir bekommen X. Und T und L. Wir bekommen ein E. Und das hier wäre dann am Ende unser Chiffriertext. Okay, dann wollen wir das Ganze nochmal entschlüsseln. Dazu ziehen wir von unserem Chiffriertext wieder unseren Schlüssel ab. Das heißt, wir haben hier unseren Chiffriertext und wir füllen das wie oben dann mit unserem Schlüssel hier unten auf. Und dann ziehen wir ab, anstatt zu addieren. Das funktioniert folgendermaßen. Wir haben hier ein R und ein H, das heißt, wir haben ein R für unseren Chiffriertext und ein H für unseren Schlüsseltext. Das heißt, wir gehen hier in Zeile H und finden hier unser R. Und was dann über diesem R steht, ist unser Klartextbuchstabe. Das heißt, wir haben hier K und das funktioniert dann analog. L minus A, können wir gleich schon sagen, da A an der Stelle 0 ist. Hier kommt also ein L hin. Dann haben wir L und L. Das heißt, wir gehen hier in unsere Zeile L, kommen hier zu unserem Buchstaben L. Das ist derselbe. Deshalb kommt hier ein A raus. Das ist die Differenz. Differenz von L und L ist logisch, dass da ein A rauskommt. Dann haben wir C und L. Wir gehen in die Zeile L und gehen zu unserem C. Das ist hier. Da haben wir dann ein R. Und H und O. Wir gehen in die Zeile O und gucken, wo unser H ist. Dann haben wir hier das T.
Und es funktioniert dann mit allen anderen Buchstaben genauso. Also hier E, X, T. Das heißt, wir haben hier unseren Klartext verschlüsselt, unseren Chiffriertext rausbekommen und dann haben wir das Ganze wieder mit Hilfe des Schlüssels entschlüsselt und wieder unseren Klartext rausbekommen. Ich hoffe, ihr habt das Prinzip jetzt verstanden. Dann noch ein paar Worte zur Kryptoanalyse bei Visionaire. Und zwar gibt es da im Wesentlichen zwei Verfahren, den Kaczynski-Test und den Friedman-Test. Beim Kaczynski-Test und beim Friedman-Test wird der Schlüssel ermittelt, indem man die Schlüssellänge erstmal herausfindet und danach eine Häufigkeitsanalyse durchführt. Die Schlüssellänge kann man zum Beispiel beim Kaczynski-Test so herausfinden, dass man bestimmte Buchstabengruppen oder Buchstabenfolgen, die im Text öfters vorkommen, nimmt und dann zwischen diesen Positionen, wo diese vorkommen, dann die Differenz bildet. Das heißt, man hat den Abstand dieser beiden Positionen und daraus folgt dann, dass die Länge des Schlüssels ein Teiler des Abstandes ist. So, auf den Friedman-Test will ich aber nicht noch näher eingehen. Also, dieses Video ist, wie schon gesagt, zur Verdeutlichung, wie man das Ganze verschlüsseln und entschlüsseln kann. Insofern, schönen Tag noch und bis dann.